So, Leute, herzlich willkommen zurück zu Majora's Mask. Wir sind im letzten Part mitten in dieser Cutscene stehen geblieben und da wollen wir doch mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Und wir haben die Hasenohren. Oh, die Cutscene ist schon vorbei, das ist ja perfekt. Na, das ist ja perfekt in den letzten Part gepasst. So, aber jetzt wollen wir mal das nächste Herzteil abgreifen. Jawohl, bringt unsere Herzzahl dann schon auf 5. Geile Sache, so, du gib mir mal Magie. Da kann man nie genug von haben. Ja, die Schleimi machen wir auch mal platt. Und dann kümmern wir uns um die Fledermäuse, sonst kommen wir da nämlich überhaupt nicht hoch. Oh, trifft das Ding doch. Mann. So. Dich bubbeln wir da runter. Und. Okay, das war's nicht. Da ist noch eine. Oh, du gib mir mal ein Herz, wenn du schon mal da bist. So. Okay, ich höre nichts mehr flattern. Ich gehe jetzt einfach hoch. Es wird wahrscheinlich darin enden, dass ich hier runterfalle. Aber no risk, no fun. Na, verfehlt. Ausweichen plus 2. Auch in diesem Game wieder. Ja, perfekt. Dann mache ich doch erstmal vor Freude einen Rückwärtssalto hier runter. Und krieg noch nicht mal Schaden. Und, warte, warte. Ah, genau, hier geht's zum Sumpfschießstand. Ich hab ja. Ey. Randale! Ausrasten, Rage Mode. So. Ich habe ja in einem der letzten Parts gesagt, kann doch sein, dass es der letzte war, ich weiß es nicht. Ist jetzt die neue Aufnahmesession. Schon ein bisschen her, dass ich die ersten 10 Parts aufgenommen habe. Dass ich nicht mehr genau wusste, wo der Schießstand war. Aber ich habe gesagt, der Schießstand hier Dings, wahrscheinlich im Sumpf. Und die Hunderennen waren auf der Romani Ranch. Und damit hatte ich dann doch recht, zum Glück. Aber weil ich mir nicht sicher war, habe ich mal gesagt, ich war unsicher. Und reden wir einfach mal mit Tingle hier. Es wäre ja sonst auch ein bisschen peinlich gewesen, wenn ich hier einen 100%-Run mache und eigentlich keine Ahnung habe. So, aber wir wollen eine Karte vom Dämmerwald, genau. Denn da müssen wir ja jetzt hin. Ja, tingel, tingel, cool, Olympa. Hasenohren. So, ja, die Welt geht unter. Stimmt, ist ja schon der dritte Tag, ne? Ach, ich war noch nie am dritten Tag hier. Also ganz am Anfang, sage ich mal. Immer zum ersten zurückgereist und dann gleich hierher. Aber na gut. Dadurch, dass wir jetzt die eine Nebenquest, durch die wir ja die Hasenohren gekriegt haben, die wir echt dringend brauchen. Oh, eine Fee, aber wir haben keine Flasche. Dadurch, dass wir die eben durch die Technik erreicht haben, ist es auch gut, dass wir ja zum dritten Tag gereist sind. Ich meine, bevor ich in den Tempel gehe, werde ich auf jeden Fall nochmal zurückreisen. Von daher passt es alles. Ja, da können wir erst später hin. Würde ich sagen, gehen wir mal ein paar Hexen retten. Beziehungsweise eine, um genau zu sein. Und ja, die Frage ist jetzt, die beiden, sind das die aus Ocarina of Time oder sind das völlig neue? Ich meine, sie sehen so aus, sie heißen genauso, aber sie sind nicht böse. Sie haben einen ganz anderen Charakter hier. Ja, das ist eine Frage, die ich mir schon immer gestellt habe und bisher auch noch nicht beantworten konnte. Ja, man weiß nicht. Ich brauche gar kein Deku mehr sein. Ich brauche High Speed. Das brauche ich nicht. Boah, habe ich schon wieder meine Tasten anders belegt. Nee, ich glaube, ich sollte einfach nur mal wieder vom Schreibtisch wegrücken. Das alte Problem. Ja. Oh. Hm, du mir folgen. Ah, werde ich auch nie vergessen, diesen Satz. So, dann show me the way, Junge. Gangbang. Also ich muss ja sagen, ich verstehe hier immer Gangbang. Ich habe schon immer Gangbang verstanden. Und ganz im Ernst, sie sagen es auch. Kann mir keiner erzählen, dass sie was anderes sagen. Kotake, was machst du denn hier? Sollst du nicht eigentlich im Laden sein und mir die rote Dings, das rote Elixier geben? Oh, sag nicht, am dritten Tag geht das jetzt nicht mehr. Das wäre ziemlich bescheiden, wenn ich ehrlich bin. Ah, ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Hier ist auf jeden Fall erstmal Kuno. Oh, au, au, hilf mir. Ja, was hast du denn? Ich habe gerade nach Pilzen gesucht, als ich plötzlich hinterrücks eins übergezogen bekam. Dieses nervige Horror-Kit. Hat es etwa geglaubt, ich würde es hinter dieser Maske nicht erkennen? Oh, au. Wer hätte gedacht, dass so etwas passieren würde? Und jetzt liege ich hier und kann mich nicht bewegen.
Du, hast du denn nichts dabei, was Energie wiederherstellt? Nein, gerade nicht. Ah, was ist das? Du bist auch keine Hilfe. Du bist längst nicht das, was du vorgibst zu sein. Ein Hase? Nee, hast du recht, bin ich nicht. So, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Hier müsste ja irgendwo Kutake rumfliegen. Hier, genau. Ich bin sogar richtig gegangen. Respekt an mich selbst. Ah, okay. Du landest. So, komm, sag, dass du ein rotes Elixier für mich dabei hast. Hihihi. Welchen Dienst darf ich dir erweisen? Wie, was? Das Horrorkit hat Kume wehgetan? Das ist doch lächerlich. Das Horrorkit werde jedoch niemals ernsthaft schaden. Oh, aber wenn es wahr ist, solltest du ihr diesen Trank bringen. Bitte erweise mir diesen Dienst. Oh, es geht noch perfekt. Wobei ich ja sagen muss, dass ich ihre Schreckreaktion im Laden viel geiler finde. Ich muss zurück zum Laden, ich verlasse mich auf dich. Beyblade. Ich kam von hier. Fuck. Ah, na egal. Den Weg so finde ich auch ohne den Affen. Du mir folgen. Du mich am Arsch lecken, ey. So, hier ging's links lang. Hier ging's rechts lang. Ah, und hier sind wir falsch gegangen. So, hier geht's dann nochmal geradeaus. Ausweichen plus 2, auch wenn's knapp war. Dann hier rechts ist Kume. So. Au, 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 wie? Fühlst du dich dazu verpflichtet, einer armen alten Hexe zu helfen? Natürlich, weil du's bist. Hier. Rotes Elixier. Bitteschön. Ah, die Farbe, der Duft. Das ist eindeutig Kotages. Oh, ich fühle die Energie in mir. Kume ist wieder da. Du hast mich gerettet. Ich veranstalte Bootsfahrten durch die Sümpfe. Du hast dir gerade eben eine Freifahrt verdient. Ja, nice. Genau die wollte ich auch gewinnen. Und die Flasche natürlich. Oh, jetzt bin ich hier auch noch richtig gegangen, oder was? Ich will zurück. Oh, ja, ich glaube, ich weiß, was mir erwartet. Ja, genau ihr drei. Du seien sehr mächtig. Ich dich beobachtet. Sumpf seien voller giftigem Wasser. Tempel über Wasserfall komisch. Bruder gehen zu Tempel. Aber Bruder nicht finden Eingang zu Tempel. Tempel nur für Deku. Bruder von Deku gefangen. Jetzt sei in den Palast. Hilfe! Klingt logisch. Also folgen wir euch mal. Beziehungsweise wir überholen euch. Ah, die Hasenohren sind geil. Dadurch kann man auch den Affen viel leichter verfolgen. Denn er macht ja manchmal so eine Schlenker, dass man gar nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Und dann ist er weg. Und dann hat man verkackt. So, aber erstmal wieder Deku-Action. Wir wollen uns jetzt nämlich... schaffst du? Ja. Was wollen wir uns denn abholen? Die Fotobox heißt sie, glaube ich. Ja, auf jeden Fall die Kamera. Ja. Genau, den Octorok machen wir auch platt. Zumindest den einen auf dem Hinweg. Ja, genau, hier hätten wir auch nochmal unsere Urkunde eintauschen können. Aber das mache ich dann alles auf dem Weg, die komplette Tauschaktion. Ja, da bist du. Ich möchte aber so mit dir reden. Oh, nochmals herzlichen Dank für deine Hilfe. Als Belohnung darfst du umsonst in meinem Boot mitfahren. Wir haben gerade eine Aktion laufen, daher bekommst du das hier gratis. Du hast die Fotobox erhalten. Drücke C, um durch den Sucher zu blicken. Drücke anschließend A, um den Auslöser zu betätigen. Der Film in der Fotobox reicht zwar nur für einen Schnappschuss, dieser kann aber jederzeit wieder ausgetauscht werden. Doch so viel Speicherplatz. Gelingt dir ein hübscher Schnappschuss, bring ihn zu dem Kerl da drüben. Also gut, die Fahrt geht los. Wie geht jetzt einfach los? Willkommen zur Bootstour. Drücke C, um deine Fotobox auszurüsten. Mit C schaust du durch den Sucher. Genieße die malerische Sumpflandschaft. Na, ich rüste ihn später aus. Wir wissen ja, was wir fotografieren müssen. Und das gibt's hier noch nicht. Ja, gut, ich würde sagen, 10 Minuten sind gleich um. Dann können wir nochmal fahren, bis wir da sind. Nochmal die malerische Landschaft genießen. Ja, ich werde ein bisschen überziehen, aber das ist egal. Ich breche jetzt nicht hier mitten in der Fahrt ab.
Wir müssen ja auch bald da sein. Ach ja, hier, Dr. Gero. Nee, Dr. Gero war bei Dragon Ball. Don Gero heißt er hier. Naja, beides mit D. Und du bist Matschepampe. So. Ja, das ist auch geil, dieser Switch hier, das lilafarbene Wasser. Dann diese ganz komischen Pflanzen, die dadurch hier wachsen. Sehr geil gemacht. Und der Dekopalast mit der epischsten Mucke. Nächster Halt, Dekopalast. Dazu brauche ich wohl gar nichts mehr sagen. Das Wasser ist vergiftet. Pass auf, wohin du trittst. Möchtest du von Gott wehen? Jo. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir das nächste Mal. Ey, das nächste Mal habe ich gesagt. In den Palast. Bis dahin, haut rein.